Ihr Heimatjournal ist heute für Sie in Charlottenburg unterwegs. Genauer gesagt rund um den Klausener Platz. Und der liegt ganz in der Nähe vom Schloss Charlottenburg. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Heimatjournal. Dieser Kiez hier, der nach Erich Klausener benannt ist, ist ein sehr lebendiger Kiez. Und wir sind hier auf einer Kirche, auf der Camilluskirche. Dort oben das Kreuz. Und hier in den oberen Etagen ist ein Seniorenheim. Ursula Rex lebt hier. Das ist ihr kleiner Balkon. Hallo, Frau Rex. Hallo. Sie sind ja ganz freiwillig hierher gekommen. Ihre ja. Kinder haben gesagt, nee, geh noch nicht ins Heim, aber Sie wollten das. Also überlegt ihr, das ist ja furchtbar im Heim. Das wisst ihr ja gar nicht. Sagt mein Sohn, dann suche ich eins aus. Dann war er hier in Kreuzberg. Jetzt ist ja allerdings am Tegeler See ein ganz schickes, neues. Ja. Aber Sie fühlen Aber sich hier wohl? Ich bleibe hier. Sie fühlen sich hier wohl? Das ist ja mein Zuhause jetzt. Ich habe mein schönes Zimmer, Essen, die Wäsche wird gemacht. Was will man mehr? Und Sie haben vor allen Dingen einen schönen Ausblick. Ich kann auch runtergehen auf den Markt, das ist immer herrlich. Ja. Einkaufen oder wir fahren mit dem Bus zur Wilmersdorfer. Dann gehe ich essen da mit der Begleitung. Trinken einen schönen Cappuccino oder wie. Das ist ja, die einzige Freude, die man noch hat. Nicht? Und dann kaufe ich mir mal was Schönes auf dem Markt. Ja. Ganz offensichtlich fühlen Sie sich wohl. Ich fühle mich sehr wohl hier. Dankeschön für Ihre Gastfreundschaft hier auf dem Balkon. Ich darf verraten, Frau Rex ist 85 Jahre. Und es ist immer gut, wenn man Leute kennt, die sich im Kiez auskennen. Und sie hat schon gerade den Wochenmarkt erwähnt. Wir gehen jetzt mal runter. Zweimal in der Woche ist da unten was los. Und da trifft sich wirklich jeder. Wir sind verabredet mit Martin Hoffmann, Treffpunkt Wochenmarkt, und finden ihn an seinem Lieblingsstand. Hier kaufe ich schon seit 20, 30 Jahren ein. Früher gehörte der Stand Frau Koppitsch. Die das über 50 Jahre lang gemacht hat. Also Frau Koppitsch hat man gekannt. Wir waren eine Institution. Doch die Wurst schmeckt beim Nachfolger genauso gut. Seit 40 Jahren lebt Martin Hoffmann im Kiez und kennt sich aus wie kaum ein anderer. Also das Kerngebiet des Kiezes ist der Spandauer Damm, die Sophie-Charlotten-Straße, die Knobelsdorf-Straße und die Schlossstraße. Das Besondere am Klausener Platz ist, dass es ein kleiner Kiez ist, dass er sehr abgegrenzt ist, praktisch wie ein kleines Dorf hier. Man kennt sich auf dem Markt oder im Café, man trifft sich. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl einfach hier. Ja? Also es ist kein neutrales Wohnen, sondern es ist Leben. Und Martin Hoffmann führt uns durch seinen Kiez. Das ist halt hinter der St. Camilluskirche am Klausener Platz direkt, ist das halt ein ganz idyllischer Hinterhof. Und das sind so die Sachen, wenn man draußen vorbeigeht und das nicht weiß, sieht man das nicht. Und da gibt es mehrere versteckte Sachen am Kiez. An der Ecke sieht man die Schuhmacherei Ebert. Das ist vielleicht jetzt der älteste Laden im Kiez. Und dann gibt es hier noch eine andere Rarität, einen Strumpfautomaten, leider außer Betrieb. Es gab ja früher auch Blumenautomaten, die sich gedreht haben und da war Wasser drin und da waren auch die Blumen drin. Und wir hatten eben Strümpfe. Der Puppendoktor hat heute keine Sprechstunde. Dafür aber die Dame vom Lottoladen. Nette Kunden. Und man kennt sich eben. Das heißt, es ist nicht nur, man kauft nicht nur ein, sondern macht ein Pläuschchen und so weiter. Das gehört einfach dazu. Sein Espresso trinkt unser Kiezführer gern im Villon. Und sein Brot kauft er gleich nebenan im Brotgarten. Das ist Berlins älteste Vollkornbäckerei. Institution im Kiez, bekannt, berlinweit bekannt. Und ich laufe hier jetzt übrigens gerade auf den Berliner Schweinebäuchen. Das ist ein alter Begriff aus Berlin. Große Granitplatten, oben flach zum Laufen, unten eine große Wampe, mit denen sie im Märkischen Sand lagern, richtig fest. Alte Berliner Bezeichnung. Er zeigt uns die Kneipe, deren Wirtin sich als eine der ersten gegen das Rauchverbot gewehrt hat. Und in der Sophie-Charlottenstraße 88, wo man heute afghanisch essen kann, lebte einst Heinrich Zille. Bei hausgemachter Suppe kann man vom Biergarten der Weißen Kastanie aus den Buhlspielern zuschauen.
Und gleich um die Ecke im Mieterclub trifft man sich gern bei Kaffee und Kuchen. Und heute sogar mit Musik. Alwin Bauer spielte früher im Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks. Nun lebt er im Kiez und hebt das kulturelle Niveau. Die Leute um den Klausener Platz muss man einfach mögen. Klasse Sache. Aber das Tollste ist, dass Alwin Bauer Geigenunterricht für die Kiezbewohner kostenlos erteilt. Das nenne ich echte Nachbarschaftshilfe. Wir wollen Sie hier in der Nehringstraße noch ein bisschen in die Vergangenheit führen. Johann Nehring war ein Baumeister und er baute unter anderem das Kronprinzenpalais und zum Teil auch das Zeughaus unter den Linden. Soweit wollen wir nicht in unserer Zeitreise zurückgehen, sondern hier an diese Ecke in die Schuhmacherei Ebert. Die kennen Sie schon von außen, aber jetzt gehen wir mal rein. Und eine Schuhmacherei der ganz besonderen Art, einzigartig, ich glaube, nicht nur für Berlin. Hier gibt es nämlich Reitstiefel in allen Farben und Formen und vor allen Dingen in besonders hoher Qualität. Und Elke Ebert ist die Chefin, der Name verrät. Sie halten die Tradition hier hoch, seit wie vielen Jahren jetzt? Genau, seit 80 Jahren. Und das haben wir dieses Jahr verpasst zu feiern. Also feiern wir 81 eben nächstes Jahr. Das zeugt von Ihrer Bescheidenheit. Ich sehe hier um uns herum lauter Trophäen. Sie sind ja eine ganz erfolgreiche Reiterin, haben das ja über Jahrzehnte gemacht. Genau. Ist das Ihr Thron? Das ist eigentlich mein Thron, aber ich habe ihn für Sie heute präpariert. Oh, dann darf ich da Platz nehmen? Sehr gerne. Und jetzt darf ich mal Stiefel anprobieren. Ich ziehe mal die ollen Sommerlatschen hier aus. Was haben Sie denn ausgewählt? Sie haben ja verschiedene Stiefel hier. Ich habe Ihnen jetzt erstmal so mal so eine kleine Kollektion ausgewählt. Fangen wir mal an bei dem preiswertesten Modell. Das ist ein Kunststoffmodell. Sieht aber ganz edel aus von der Optik schon. Also Gummistiefel wäre gelogen, ne? Nein, wir sagen Kunststoffstiefel. Ja. Das ist so was Bequemes zum Springreiten. Ein ziemlich leichter Stiefel, hinten auch mit so einem Reißverschluss. Ein bisschen damenhaft, ne? So. Naja, ziehen auch ganz gerne Herren an. Mit einem schlanken Fuß? Mit einem schlanken Fuß, genau. Und das ist so was zum edlen Dressurreiten, das was im Moment ganz in ist, der Lackstiefel. Olympische Spiele. Die Reiter waren ja sehr gut, unsere Reiter. Es liegt ja dann auch, man muss auch die richtigen Stiefel anhaben. Ne? Das Outfit muss auch stimmen. Oh, genau, so ist es. Haben Sie schon mal für Olympia geritten? Nein, leider nicht. Aber gut, Sie haben ja so viele Titel. Womit soll ich denn jetzt aufs Pferd? Ich habe für Sie mal dieses Modell rausgesucht. Ich muss nur ganz kurz noch mal... Die olle Jeans hier? Ja, das passt natürlich ein bisschen schlecht, aber das kriegen wir hin hier. Aber Sie haben ein Auge dafür, wenn ein Kunde reinkommt, wissen Sie gleich, ah, der hat Schuhgröße 46 und Wadenstärke... XY. Ja, meine Kollegen und ich, wir machen uns eigentlich immer ein Spiel daraus, dass wir das sofort erkennen, die Maße. So, darf ich Sie mal bitten? Richtig geschätzt? Ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge jetzt hier. Und die Kunden kommen wahrscheinlich nicht nur aus Berlin und Brandenburg, sondern von überall her? Die kommen ja aus Berlin-Brandenburg und auch aus dem Bundesgebiet. Die verbinden meistens so einen Berlin-Trip und dann sagen, Mensch, müssen wir neue Stiefel haben, gucken wir mal bei Ebert vorbei. So, jetzt haben wir es aber. So. Lange Arme machen. Lange Arme. Und mit Schwung hinein. Da sehen Sie. Und passt. Nicht zu viel versprochen. Gesetzt den Fall, ich würde jetzt ein bisschen zunehmen. Also nur gesetzt den Fall. So ein Stiefel kostet ja wahrscheinlich was. Dann kann ich mir also alle paar Jahre einen neuen kaufen. Oder, so ein Stiefel, der hält ja, wenn Sie den gut pflegen und zum ordentlichen Schuhmacher gehen, hält ja 8 bis 10 Jahre, aber man verändert sich und wenn man sich verändert, dann kann man auch den Stiefel verändern. Wie hier, da ist hier ein Keil eingesetzt. Ja. Also wie gesagt, der Stiefel wird aufgetrennt hier und dann wird das Teil eingesetzt, was jetzt fehlt. Das machen Sie in der eigenen Werkstatt? Das machen wir in unserer eigenen Werkstatt, ja. Dankeschön. Können Sie mir noch helfen, hier wieder rauszukommen? Und ich möchte nämlich... Ich gebe Ihnen jetzt einen Stiefelknecht. Ach so, aufstehen. Aufstehen müssen Sie schon. Ich möchte unseren Zuschauern nämlich noch sagen, wir bleiben noch ein bisschen beim Reiten. Und zwar hier in der Ecke war einst das königliche Wachregiment untergebracht. Und da die Preußenkönige ja ziemlich... darf ich ihn nochmal anfassen wenigstens? Ja. Frankophon waren, hieß das Garde du Corps. Aber es gibt hier immer noch Geschäfte mit, sag ich mal, französischem Einschlag, wie beispielsweise das Mezzo von Madame Petitpierre.
Ein kleiner Laden mit viel Herz, das ist das Mezzo in der Nehringstraße. Hier kauft und verkauft Nicole Petitpierre fast alles, was bunt ist und was man nicht gerade dringend braucht. Wohnaccessoires und Geschenkartikel vorne im Laden, Secondhand-Mode etwas versteckt, einen Raum weiter. Die Kleidung ist nicht nach Größe sortiert, sondern nach Farbe. Da zeigt sich Nicole Petitpierres erstes Leben als Dekorateurin einer großen schwedischen Modekette. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich müsste mal was ändern und habe dann Bücher und Wohnaccessoires probiert und habe das für mich entdeckt, dass ich das auch gerne mache und jetzt haben wir alles zusammen in einem Laden. In einem Laden mit viel Kleinkram für echte Mädchenträume. Ich finde es halt schön, wenn man halt was kramen kann und dann so seine Sachen findet. Aber ein Mann muss jeden Tag dran glauben und sich zwischen die schnäppchensüchtigen Frauen werfen. Nicoles Ehemann Frederik, den alle hier nur Freddy nennen. Freddy kocht und kümmert sich um das Café einen Durchgang weiter. Und das kam so. Kunden sind schuld irgendwie. Er hat irgendwie gefragt nach Kaffee, wäre schön, wenn man einen Kaffee hätte oder sowas, ein Stück Kuchen. Oder. Dann sind wir auf die Idee gekommen und nach ist es irgendwie so geworden. War ich jetzt mittags aktiv. Jeden Tag was Frisches vom Franzosen, das funktioniert und bindet die, na klar, weibliche Kundschaft. Und wenn ich hier Zeit und Lust habe, dann verbringe ich den ganzen Nachmittag hier. Weil das mein Kiez ist. Also ich fühle mich hier zu Hause irgendwie. Und genauso wie zu Hause bei der Freundin setzt sich auch die Chefin persönlich zum kleinen Plausch mit an den Tisch. Das lässt sich sozusagen die Herzensangelegenheit mit dem Angenehmen verbinden. Also wir sind befreundet und ich kriege hier so alles, was das Herz braucht. Und was das Herz der Kundschaft braucht, das liest Nicole Petitpierre ganz einfach von den Augen ab. Bitte. Volltreffer, Kaffee und Klamotten, das zieht. Ich bin einfach da, ich bin so, wie ich bin und das läuft dann so. Zum Träumen schön bei den Petitpierres in der Nehringstraße 2 in Charlottenburg. Wir wechseln von der Grande Nation Frankreich zu Bella Italia. Und Piccolo Italia liegt hier in der Knobelsdorfstraße 47, beispielsweise bei Campagnolo. Das ist quasi der Edelersatzteilzulieferer für die Ferraris unter den Rennrädern. Fast schon antik. Und mit Fahrradsport hat auch das Geschäft nebenan etwas zu tun. Giro de Espresso. Giro, das wissen Sie, ist das italienische Pendant zur Tour de France. Und Espresso hat nichts mit Doping zu tun im Fahrradsport. Und den Zusammenhang erklärt uns Stefan Reisner. Buonasera, hallo. Buonasera, Signora. Herr Reisner. Willkommen. Wie kommt das zusammen, also der Giro und der Espresso? Na, als ehemaliger Radrennfahrer war ich in einem der vielen Trainingslager in Italien und habe mich dort in den Espresso und vor allen Dingen in diese Maschine, ein Original Faema E61, verliebt. E61, Und da entstand der Traum und der Wunsch, mal eine eigene Espresso-Bar zu haben, wie in Italien. Und bei Ihrer Espresso-Bar, habe ich gehört, da darf man auch mal hinter den Tresen kommen, ohne dass man eine Runde rausgeben muss. Denn hier sind ja edle Maschinen, wo der Kunde dann auch mal naschen darf. Okay. Aber wir fangen natürlich ganz italienisch mit dem Espresso an. Okay. Gut, dann kriegen Sie also, ich sehe, Sie haben 4 Maschinen und wie viele Sorten Kaffee? 40 Sorten Espresso habe ich hier, von denen es immer 4 wechselweise hier im Ausschank gibt. Und es kommt also nicht alles bei Ihnen in die Tüte bzw. in die Maschine? Nicht alles. Es kommen eigentlich nur ausgesuchte Gourmet-Röstung in die Tüte. Und das wechselt dann immer? Das wechselt. Alle 2 Wochen gibt es einen neuen Kaffee. Über meine Internetseite können sich die Leute sogar informieren, welcher Kaffee ist gerade im Angebot. Welcher ist jetzt gerade hier? Sie bekommen von der Firma Pastcucci einen umbrischen Kaffee mit 95% Arabica und 5% Robusta. 95% Arabica. Weich und cremig und lecker. Und der kostet? 1 €, wie in Italien. Traditionell. Traditionell. Nun hörte ich irgendwie, es gäbe da einen Unterschied zwischen dem im Stehen genossenen Espresso und dem im Sitzen genossenen Espresso. Im Preis, Natürlich. Im Grunde wie in Italien, wenn Sie den Espresso am Platz serviert bekommen, dann kostet er 1,50 oder 2,50. Aber ab Tresen, im Stehen genossen, auf die Schnelle kostet 1 €. Und so ist es auch hier. Also, okay. Und was gibt es jetzt dazu? Also gut, manche sind ja mit dem Espresso zufrieden. Schönes Croissant beispielsweise. Na, wir sind da hier in Italien und da heißt die Dinger Cornettos. Cornetto. Ja. Okay. Zwar, wir waren gerade in Frankreich, deshalb. Okay, ja. Cornetto alla Crema, das Original mit Vanillecreme gefüllt. Oder Naturale, also ein Natur-Cornetto, die sind ein bisschen süßer und fester im Teig. Ja.
Oder aber es gibt ein frisch aufgebackenes Ciabatta, belegt mit hauchdünnem Parmaschinken. Noch eine Lieblingsmaschine neben der E61. Ich habe ganz viele Lieblingsmaschinen. Hier schneiden wir den Parmaschinken hauchdünn. Einfach mal selber dann drehen, mal im Uhrzeigersinn am besten. Das sind ja diese berühmten Maschinen, die man aus Italien kennt. Wunderbar. Und wenn er dann so aussieht, ganz dünn, dann schmeckt er auch entsprechend lecker. Mm. So, verschiedene Aufschnittsorten, Mortadella, Finocchiona, italienische Fenchelsalami aufs Ciabatta, das gibt's zum Frühstück. Mm. Und zum Kaffee trinken dann? Nach Mittag zum Kaffee gibt's italienische Kuchenvarianten. Mm. Die kommen in dem Fall aus Florenz. Also alle Produkte hier in der Bar kommen aus Italien. Und so gibt es immer so 5, 6 verschiedene Kuchen am Tag und am Wochenende bis zu 12 verschiedene Tortenvarianten. Aber Sie haben doch Italien quasi auch im Haus. Die Toskana liegt ja nicht so weit. Richtig, richtig. In der dritten Etage gibt es eine Ferienwohnung. Ja. Die ist gebaut im toskanischen Landhausstil mit einem schönen schmiedeeisernen Bett, mit schönen alten antiken Möbeln. Und da kann man praktisch Urlaub in Italien machen und das mitten in Berlin. Dann darf ich sagen, mille grazie. Prego, signor. Ihr Italienisch ist ganz schlecht, aber dafür reicht's. Aber die Produkte sind sehr, sehr gut. Absolut. Und eine absolut italienische Atmosphäre. Ich danke Ihnen. Also, ich danke Ihnen. Ciao. Ciao. Aber es gibt natürlich auch Ur-Berlinisches hier im Kiez. Dazu gehört die Engelhardt-Brauerei. Rund 100 Jahre wurde hier das Charlottenburger Pilsener gebaut. Aber seit Ende der 90er Jahre ist die Brauerei dicht. Statt Bier gibt es jetzt hier Büros. Aber in die Bierlücke, da stieß ein Bayer. Unter der weiß-blauen Fahne residiert hier in der Dankelmannstraße ein Botschafter des bayerischen Geschmacks. Schmankerl gibt es hier bei Boris Priebe und den möchte ich Ihnen vorstellen und den Laden natürlich auch. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Also offensichtlich heimische Klänge für Sie hier, ja, Priebe. Ich hab ja, ich habe viele Exil-Bayern hier als Kundschaft. Und Sie haben vor allen Dingen viel Bier. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe rund 60 Sorten im Programm und alles von kleinen handwerklich herstellenden Brauereien, keine großen Industriebrauereien, sondern nur ganz kleine Brauereien. Und die kommen aus Bayern dann hauptsächlich? Die kommen aus Bayern, also teilweise Franken, Oberpfalz, ja. Oberbayern. Ich sehe schon den ganzen Schrank hier voll. Und gibt es ja in Bayern ohnehin viel mehr Brauereien als in Norddeutschland oder auch in Ostdeutschland. Aber in den Auslagen sehe ich auch Leckereien. Da gibt es die Leberwurst, da gibt es den Leberkäse, Käse und die Weißwurst. Und die gute Weißwurst aus Bayern, und ja. Wissen Sie was? Die würde ich gerne machen. Ja, die gebe ich Ihnen gerne. Die probieren wir noch mal. Nun habe ich irgendwie mal gehört, da gehen wir mit dem Teller raus. Ja, auf die Dankelmannstraße, quasi in den Biergarten hier, dass die Weißwurst ja früher nicht zu allen Tages- und Jahreszeiten normalerweise, so handhaben es viele Münchner Traditionsgaststätten noch, muss die vor 12 gegessen werden. Gut. Aber die ist ja letztes Jahr 150 Jahre alt geworden. Ja. Und damals war die Kühlkette noch nicht so gegeben. Bitte schön. Danke. Und es wurde nicht so sauber gearbeitet. Bitte schön. Dankeschön. Nehmen Sie sich ein Brezen dazu. Ja. Es wurde nicht so sauber gearbeitet und sie wurde nicht vorgebrüht, die wurde roh verkauft. Und heutzutage wird sie vorgebrüht, die Weißwurst, deshalb hält sie auch länger. Und dann haben halt die Leute vor 150 Jahren gesagt, dann essen wir es lieber vor 12, bevor es schlecht wird. Jetzt muss man ja eine besondere Häutung also vornehmen. Also es gibt manche Parade-Bayern, zuzeln sie raus, die Weißwurst ist aber nicht jedermanns Sache. Man teilt sie am besten erstmal, die hier in der Mitte teilen. In der Mitte teilen, dass jede einzeln ist, genau. Ja. So. Dann fachmännisch einen Längsschnitt einfach machen, einen genau. Längsschnitt, genau. Ja. Und dann einfach mit der Hand rauspellen. Mit der Hand, man darf genau, anfassen, mal, ja? Natürlich, selbstverständlich. Ah, so, okay, gut. Dann pellen wir sie jetzt raus. Genau. Und man nimmt den süßen Senf dazu. Man also nimmt man kann ausnahmslos nicht, den süßen Senf. Ausnahmslos, ja. Da gibt es also gar keine, da gibt's gar kein Vertun. Ne? So, jetzt haben wir sie gehäutet. Genau. Das ist nicht genießbar. Die Pelle man kommt könnte irgendwie sie essen, das ist ein ganz normaler Schafseitling, also ein Schafsdarm. Ja. Aber es ist halt einfach so Tradition. Wenn wir noch mal kurz zum Bier kommen. Welche Beziehung haben Sie denn zum Bier? Warum so viele Biersorten? Also ich bin gelernter Bierbrauer und deshalb liegen mir diese kleinen bayerischen Brauereien am Herzen. Ich verstehe. Und was hat einen bayerischen Bierbrauer denn hier in die Diaspora nach Berlin gebracht? Ach Gott, mir hat die Stadt Berlin schon immer gut gefallen und ich habe hier eine Weiterbildung noch zum Lebensmitteltechniker. Mhm. Und da ist mir die Idee gekommen. Ich habe gedacht, ich kriege kein gescheites Bier und nichts gescheites zum Essen. Deshalb muss ich was dagegen unternehmen und ich habe gute Kontakte zu den Produzenten. Hier der Metzger zum Beispiel ist ein Freund von meiner Mutter. Mhm. Also ich weiß alles, wo die Sachen herkommen. Wo kommen Sie ursprünglich? Ich komme aus der Oberpfalz. Aus der Oberpfalz? Nördliche Oberpfalz, ja. Aus Chemnat. Kunst im Kiez, Sie haben ja damit auch zu tun.
Ich habe damit auch zu tun. Es findet immer jeweils im September statt. Da stellen hier lokale Künstler aus dem Kiez ihre Kunstwerke vor und suchen also immer Ladengeschäfte, wo sie ihre Bilder oder Skulpturen aufstellen können. Genau. Das passiert bei Ihnen auch. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Und diese Kunstaktion wird hier in Charlottenburg ab 5. September dann im wahrsten Sinne des Wortes ausgerufen. Der Kiez-Reporter verkündet, zur Aktion Kunst im Kiez ist jedermann eingeladen. Denn zahlreich sind die Keramiker, Maler und andere Künstler, die zum Beispiel in der Dankelmannstraße ihre Ateliers eingerichtet haben. So hat Wiebke Vogt hier ihr Glashaus seit 20 Jahren. Vom Timmendorfer Strand über den Bayerischen Wald kam sie nach Berlin. Zerbrechlich filigran ist ihr Metier. Ich wollte ursprünglich Glasfenster machen, bin dann aber in Zwiesel zur Glasfachschule gekommen und habe da die Glashütte gesehen. Und das war es dann einfach. Ja, eigentlich hätte ich gern Glas geblasen auch weiter. Das fand ich total toll. Nun kreiert sie Taufgläser mit Motiven. Und mit viel Gold lässt sie profane Wassergläser oder Vasen elegant und edel aussehen. Das hat was extrem Sakrales. Hat mal jemand gesagt, Gold ist die Farbe der Götter. Und ich, dann würde ich eher sagen, dass diese Arbeit auch was Mediales hat. Also, dass man so häufig das Gefühl hat, man erfindet nicht selber, sondern es wird durch einen erfunden. Aber auch Engel entstehen hier nur durch handfeste Arbeit an der Sandstrahlmaschine, die Wiebke Vogt im Keller stehen hat. Unweit von Michael Stürenbergs Atelier, der den Umgang mit Ton liebt. Eine Materie, die den gebürtigen Ostfriesen und studierten Soziologen seit etlichen Jahren nicht mehr losgelassen hat. Ich finde das fantastisch, diese Möglichkeit, die man in der Keramik hat, sowohl einen absolut einfachen Gebrauchsgegenstand zu erfinden, neu zu erfinden, gleichzeitig kann man die nicht neu erfinden, zum Beispiel eine Teeschale, aber auch einfach Objekte zu gestalten, die keinen Gebrauchswert haben. Er schafft Vasen und Keramikdosen in allen Farben. Er hat ein Faible für japanische Teeschalen und findet Formen, inspiriert häufig durch den Kiez, wie die Aktion mit weichen, noch ungebrannten Tonplatten. Beim Bäcker sind die Menschen, die also morgens ihre Brötchen geholt haben, über meine Tonplatten gesprungen. Sie wollten sie nicht verletzen, sie wollten sie nicht betreten. Das sollten sie aber gerade. Und es sind also fantastische Spuren dabei rausgekommen. Eine Spur führt auch zu Ilka Lörke, rein künstlerisch gesehen. Gleich nebenan hat sie ihr Atelier. Sie ist Malerin, gibt Unterricht für Kinder und lebt seit 8 Jahren im Kiez. Ich habe schon als Kind gemalt, immer gemalt, gemalt, gemalt. Und ich bin 1990 nach Berlin gegangen und habe ein zweites Leben begonnen. Und dann habe ich die Malerei von der Pike auf gelernt. Auf ihren Bildern sind Marionetten und Grimassen zu sehen. Sie malt dunkel, schwer oder gelb, das beschwingt. Zu Zitronen hat sie eine besondere Affinität. Ansonsten malt sie, was ihr einfällt. In ihrer Motivwahl ist sie nicht festgelegt. Es rankt sich alles um die Malerei. Und ich lasse auch dann Termine sausen, wenn ich gerade eine Idee habe, die umgesetzt werden möchte. Und dann male ich halt. Wenn andere nach draußen fahren ins Grüne, dann stehe ich hier oft bei herrlichem Sonnenschein und male. Es geht nicht anders. Und so bringen Künstler Farbe in den Kiez. Und ab 5. September kann jeder sie sehen. Denn dann, so wird verkündet, stehen die Ateliers offen. Weil es nahe liegt, direkt hinter dem Atelier am Ziegenhof, ist der Ziegenhof. Und wenn man sich hier umschaut, glaubt man nicht, dass man mitten in Berlin ist, in der Großstadt. Das hat alles etwas Dörfliches, etwas Ländliches. Dass es dieses Paradies gibt, ist den Anwohnern hier im Kiez zu verdanken. Denn die haben sich schon in den 70er Jahren gegen die damalige Wohnungsbaupolitik gewehrt. Hier wurden die Altbauten abgerissen, hier sollten Neubauten entstehen. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Deshalb gibt es also diese Freifläche hier. Und die Leute kommen gerne hierher und kommen gerne zu den Ziegen am Ziegenhof. Und die nehmen auch das Futter an, aber die werden natürlich sehr verwöhnt. Bitte schön. Okay, nee, das wollen sie ganz offensichtlich nicht. Wollt ihr das mal probieren? Haben Sie was Besseres? Ja, ne? Vielleicht nehmen Sie das. Nehmt ihr das? Ja, das war die richtige Wahl. Also, der Ziegenhof, alle mögen die Ziegen hier. Und
Ja, das war schon mit dieser halben Stunde Heimatkunde. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wenn Sie das eine oder andere noch mal nachlesen möchten, dann schauen Sie doch einfach in den RBB-Text. Auf der Tafel 364 steht alles über den Kiez hier rund um den Klausener Platz drin. Die Carla ist dann am nächsten Wochenende rund um Beeskow unterwegs. Ich sage tschüss, schönes Wochenende. Und wo sind meine Zickleins? Hier. Machst du das jetzt? Nee, das kommt irgendwie nicht gut an. Magst du das? Auch nicht. Man muss eben das richtige Händchen haben, offensichtlich, ne? Ja? Das sind auch Strunken hier, die sind einfach zu dick, ne? Ja? Das Kleine, die kleinen Sachen. Nee.